genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Was habt ihr denn als letztes gesehen, egal ob Film oder Serie? Die zweite Staffel von Dark. Ja. Das mal davon mal abgesehen, so einfach generell, was euch als erstes einfällt. Ich habe gesehen How to Sell Drugs in the Internet. Das habe ich als letztes gesehen. Und davor habe ich die ganzen Marvel Super Action Hero Movies gesehen, weil mein Sohn, ich war letztens mit dem im Kino und wollte einen Film gucken, der hieß Werk ohne Autor. Mhm. Und der war zweimal für einen Oscar nominiert. Und da wollte ich meinen Kindern zeigen, wie ich Boys spiele. Da sind wir ins Kino gefahren. Das endete damit, dass wir uns dann Captain Marvel angeguckt haben. Ja, das ist. Und dann hat mein Sohn gesagt: Papa, guck mal, wenn du mal so eine Szene hinlegst hier, dann aber Hut ab. Und seitdem möchte ich gerne einen Super Action-Movie drehen. Und was habe ich zuletzt davor gesehen? Da habe ich auch die Abnahme von einem anderen Film gesehen. Und was können wir noch so für eigene Filme? Davor habe ich gesehen ein Interview mit Yuval Harari, diesem Bestseller-Autor von Homo Deus oder Kurze Geschichte der Menschheit, Sapiens auf Englisch. Großartig, mit dem kann man zugucken, wenn er das Telefonbuch liest. Beide gestern in Back to the Future geguckt, ja. Aus Recherchegründen. Aber sonst aktuell gucke ich abends oft Modern Family. Mhm. Ich habe gerade How to Sell Drugs Online Fast geguckt. Und du? Ich habe gerade Chernobyl geschaut. Auch sehr gut dabei. Ja, auch sehr gut. Ich weiß ja gar nicht, was man momentan gucken soll. Es gibt so viel. Good stuff, ja, so krass. Es wurde schon lange, oder nicht lange, aber es wurde schon relativ vor der Ausstrahlung von Staffel 2 eine dritte Staffel angekündigt, mit der Dark dann auch zu Ende gehen soll. Seid ihr so hinter den Masterplan schon gestiegen? Wisst ihr, wie die Serie aufhören wird? Keiner weiß es. Habt ihr eine Wunschvorstellung? Wie so, oder sagen wir, soweit ihr das vorab verraten könnt, ihr wollt natürlich nicht spoilern, was die zweite Staffel angeht. Nee, ich habe da überhaupt, da ist der Bo und Janche Friese sind so Masterminds, dass man da auch am besten gar nicht, da kommst du auch gar nicht rein. Die machen das mit sich aus und haben da einen großen Wurf, den sie da erzählen. Also da will ich mich gar nicht einmischen. Das ist auch... Nee, so weit kommt man mit seiner Vision auch gar nicht, weil es deren eigene Vision ist. Das ist ja so komplex, wie das alles miteinander... Ich kann das gar nicht denken. Was die da denken, was die sich da erfinden, das ist außerhalb meines Spektrums. Es wurde ja relativ kurzfristig vor Ausstrahlung jetzt der zweiten Staffel bestätigt, dass es eine dritte geben wird, dass es also eine Trilogie, eine abgeschlossene Trilogie ist. Kennst du den Masterplan der Serie? Weißt du, worauf es am Ende hinauslaufen wird? Oder bist du auf dem Stand von Staffel 2? Also wie generell im Leben, wo man sich so wünscht, den Masterplan zu kennen, ist es auch hier so, dass ich da leider nicht mit einer sinnvollen Antwort dienen kann. Ich hätte den so gerne, auch für mich und mein Leben. Ich wüsste auch gerne in meinem Leben immer gerne, wer sitzt da eigentlich am Steuer? Und ich krieg's dann oft erst mitten im Leben raus. Ich hoffe, dass es hier ein bisschen anders ist, dass ich, nein, ich weiß schon, die Richtung und die Bücher sind mehr oder weniger da so klar, weil ich jetzt gerade noch in anderen Dreharbeiten bin, bin ich da nicht, noch nicht so voll eingestiegen. Und mein erster Drehtag ist auch erst in ein paar Monaten eventuell. Aber ich sag mal, das Hauptding für mich so mit meiner Figur ist ja, wie navigiere ich die da durch die Zeiten und durch die unterschiedlichen Beziehungen. Und da ist die Basis gelegt und da vertraue ich Jantje und Bo auch, dass es da gut weitergeht. Wie lange habt ihr denn gebraucht, um beim Lesen von Staffel 2, vielleicht auch noch so ein bisschen rückwirkend zu Staffel 1, überhaupt dahinter zu steigen, worum es in Dark geht und um die ganzen Zeitstränge irgendwie zu entwirren? Ich habe die gar nicht gelesen, die Staffel. Ich habe nur meine Storyline gelesen, habe sonst nichts gelesen, damit ich mich überraschen lassen konnte, dass ich, wenn ich die zum ersten Mal binge, ja, wenn ich das binge-watche, dass ich eben nicht weiß, wie es ausgeht. Ich wollte mich selber überraschen. Es war aber keine Vorgabe. Du hättest schon das ganze Drehbuch tatsächlich lesen können. Ich hätte das lesen können, ich wollte aber wirklich nicht. Ich wollte, weil ich selber curious war darauf, wie geht denn das aus. Und ich wollte nicht wissen, wie es endet. So, ne? Meine Figur ist ja klar, das weiß ich. Also du weißt ja, wenn du das gespielt hast, wie du da reingehst und so. Und so habe ich mich überraschen lassen können. Ich habe sie gestern gesehen und sie ist toll. Na, da sind wir, glaube ich, schon im Vorteil, weil wir das Material besser kennen als jetzt einen
ein Zuschauer, der es nur einmal vielleicht gesehen hat, die erste Staffel. Man ist mit den Figuren anders vertraut, weil man sich da vorbereitet hat. Es hilft bestimmt, noch mal reinzugucken in die erste Staffel oder die auch noch mal ganz zu gucken. Ansonsten kann man sich auch irgendein Schaubild aus dem Internet angucken. Das reicht dann, glaube ich, auch schon, wenn man die Namen noch mal so klar hat. Ah ja, genau, das war ja die Tochter von ihr und so weiter. Trotzdem, ich finde, man muss auch nicht immer alles kapieren. Es ist auch ein wahnsinniger Gewinn, wenn sich das später auflöst. Die guten Stoffe, mit denen ist das eh so. Du kannst ein richtig gutes Buch, kannst du in der Mitte aufschlagen und denkst, Mann, 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 das macht was mit mir, da gehe ich weiter. Nun ist es ja so, dass die erste Staffel sehr gelobt wurde, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch außerhalb. Und es gab zum Beispiel Chloe Grace Moritz, die amerikanische Schauspielerin, die getwittert hat, hey, ich habe Dark geguckt, und plötzlich ging das auch in den USA so richtig durch die Decke. Was war denn so ein Lob, was ihr euch, worüber ihr euch am meisten gefreut habt, was ihr zu Staffel 1 lesen konntet? Lob, also ich glaube, was mich so fasziniert, weil so geht es mir selber auch, jetzt auch mit der zweiten und dritten Staffel, dass es eben nicht nur eine Serie ist, die unterhaltsam ist, sondern dass die anregt, um dieses Rätsel zu entwirren, dass man also gezwungen ist, mitzudenken. Und dass in den Foren überlegt wird, wer ist jetzt wer und wer kommt woher. Also dieses Miteinander darüber spinnen, wie das alles funktioniert. Und das finde ich einfach toll, dass das so in den Gang gekommen ist. Ja, und cool ist natürlich, dass wir in Deutschland was drehen können, was international Beachtung findet. Ne? Mit dem Tatort schaffst du das nicht, der kommt nicht irgendwie über die Grenze Deutschlands hinaus und sowas. Dass das in 190 Ländern gesendet wird, das merkst du ja erst, wenn du mal aus dich rausbewegst und woanders drehst oder in Urlaub fährst. Oder dann, dass dich Leute plötzlich da erkennen am Strand. Oder ich habe in New York gedreht, da haben sie mich auf der Straße angesprochen und wollten ein Foto machen. Da habe ich gesagt, naja, gut, da kommt mal her, dann mache ich ein Foto von euch. Nee, sind die von dir? Ist ja von mir. Du bist der Typ doch von Dark. Du denkst, krass, das merkst du aber erst, wenn du da hinfährst, dass du in allen Wohnzimmern läufst. So. Und man auf den Instagram-Accounts siehst du halt, wo die ganzen Binge-Watcher herkommen, die Binge-Watcher. Und da sind halt viel auch in Südamerika und so. Und dass wir halt jetzt von hier aus international arbeiten können, ist total toll. Ne? Und es gibt ja auch groß viele Presseanfragen aus dem Ausland und so. Das ist halt, da merkst du dann dran, dass das wirklich dieses brainige Deutsche offenbar ganz gut ankommt. Du bist da gerade schon drauf eingegangen, diese Foren-Theorien, generell diese Fan-Theorien, das wird ja immer beliebter, auch so bei anderen Serien, Game of Thrones und so, was da alles für Fan-Theorien gesponnen werden. Da kommt man ja gar nicht hinterher, das alles zu lesen. Lest ihr das? Gab es irgendwas, was ihr gelesen habt, wo ihr dachtet, wäre eigentlich auch eine nette Idee gewesen? Ich habe einmal gelesen, einer hat es gecheckt, ein einziger Fan hat gecheckt, dass in der ersten Staffel das Startdatum der zweiten gespoilert ist, der 21. Sechste. Wo wird das? Mir ist es nicht aufgefallen. Jonas kommt irgendwo an. Ich weiß es selber nicht mehr genau, weil ich habe es vergessen, aber es ist so, es ist gespoilert in der ersten Staffel. Okay. Gab es irgendwas, was ihr über die erste Staffel gelesen habt, was euch nicht so gefallen hat, jetzt von dem Feedback, das kam? In Deutschland haben manche geschrieben, das sei zu amerikanisch. Wirklich? Ja, ja, habe ich oft gehört, die Kritik, dass müssen wir jetzt so Amerika machen, dass es aussieht, muss das jetzt alles so amerikanisch aussehen. Ich denke, naja, gut, was in Deutsch wird scheiße aussieht. Das ist ja aber sowieso irgendwie, sobald etwas gut ist, was aus Deutschland kommt, wird ja ganz gern mal das Argument gebracht, es ist so undeutsch. Also das verstehe ich auch nicht. Wie siehst du das? Glaubst du, dass tatsächlich alles vorherbestimmt ist? Oder würden sich, wenn man Zeit reisen könnte, Sachen beeinflussen lassen? Welche Meinung vertrittst du da? Weder das eine noch das andere. Wenn du mit dem Mikroskop ganz nah an deiner Hautoberfläche rangehst und versuchst zu untersuchen, wo ist die Grenze zwischen dir und mir, dann wirst du sehen, auf der Oberfläche ist das ganz einfach, die ist natürlich hier. Aber im Mund Inneren wird schon schwieriger. Oder ist es denn, wenn ich die Luft einatme, innen auf der Lunge? Da kann es ja auch nicht sein. Das gibt's nicht. Das ist eine Story. Es ist eine Story, die wir uns ausdenken, dass wir als einzelne Wesen existieren. Und genauso ist es eine Story, dass wir sagen, da gibt's irgendwas, das ist ganz unveränderbar. Das ist meine Persönlichkeit, das ist meine Seele, das ist mein Kern. Gibt's immer noch Milliarden Menschen, die daran glauben, ist aber wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Und insofern ist es immer eine Entscheidung, für welche Geschichte entscheide ich mich? Ich weiß, dass es eh nur eine Geschichte ist. Und wenn ich mich entscheide, die gut zu erzählen, dann kann ich mich sehr wohl damit fühlen. Ich kann sie aber auch ständig nochmal verändern. Und das
liebe ich, und das hat, finde ich, eine spirituelle Kraft zu sagen, ich entscheide mich, Geschichte zu verändern. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Serie generell so gut ankommt, ja nicht nur in Deutschland, sondern auch einmal rund um den Erdball quasi. Gab es irgendein Lob zur ersten Staffel damals, egal ob aus Deutschland oder aus dem Ausland, das dich besonders gefreut hat? Was ich mag, ist, wenn die Leute sagen, das ist, obwohl es deutsch ist, sehr schön Geschichten erzählen kann. Ich finde, dass die Deutschen oft nicht gut Geschichten erzählen können. Dass die Deutschen im 20. Jahrhundert die tollen Geschichtenerzähler entweder umgebracht, vernichtet oder aus Deutschland vertrieben haben. Und es jetzt möglich ist, eine Geschichte zu erzählen, einen ganz komplexen Erzählrahmen aufzureißen und während sich der entfaltet, schaut er sich selber nochmal an und reflektiert sich und guckt, wie der meint zu funktionieren. Das finde ich im guten Sinne deutsch. Eine Mischung aus Aufklärung, Offenheit und Spiritualität. Das war eben was, worüber ich mich mit Jördis und Oliver drüber unterhalten habe, dass dieses Attribut Deutsch ja irgendwie auch von der deutschen Presse vor allem gerne als etwas Negatives angesehen wird. Wenn eine Serie oder ein Film aus Deutschland gut ist, kommt sehr gerne das Argument, der ist so undeutsch. Was meinst du, woher hat sich das entwickelt, gerade aus Deutschland, diese fast schon Abwehr gegenüber deutschen, gerade Genrestoffen? Und war die Frage jetzt, und findest du den selber undeutsch jetzt hier? Ich würde einen guten Stoff gar nicht unbedingt an einem Land festmachen. Entweder ist der Stoff gut oder er ist nicht gut, würde ich sagen. Genau, würde ich auch sagen. Naja, ich meine, es gibt gewisse Motive, die hier auftauchen, die eher in der deutschen Kultur zu verorten sind, als jetzt, sagen wir, in der angloamerikanischen oder in der französischen. Also wenn es um Wald geht, in den dunklen Wald hineingehen, und im Wald gibt es eine Höhle und da passieren ganz schreckliche Dinge. Und der größte Feind, der ist vielleicht nicht ganz weit weg, sondern der ist in der eigenen Familie, vielleicht, wer weiß. Und das, was ganz sicher ist, das ist morgen schon vielleicht überhaupt nicht sicher. Das sind alles Motive, die gab es in der deutschen Romantik ganz massiv, in unterschiedliche Richtungen, hilfreich oder nicht hilfreich. Und gerade wie die deutsche Kultur, meinetwegen so des 19. Jahrhunderts, so gibt es auch bei Dark so zwei Richtungen, die sich aufblättern, wo man sagt, das eine finde ich wunderschön, so Caspar David Friedrich. Da kann man stehen und sich das angucken und sich auflösen, und gleichzeitig hat das was Abgründiges und was Menschenfeindliches, was man nicht haben will. Und in diesem Widerspruch und dem gleichzeitig Dasein von diesen beiden Kräften entfaltet sich eine Schönheit. Ihr habt euch ja von Staffel 1 zu 2, da haben sich eure Figuren sehr verändert, so am ehesten eigentlich mehr noch als die erwachsenen Figuren. Wenn ihr euch so gegenseitig beschreiben müsstet, was glaubt ihr, wer hat sich am meisten verändert? Du fällst ja so ein bisschen raus. Ich fahr raus, ich höre zu. Ja. Das ist so krass verändert, Staffel 1 zu Staffel 2. Oder Wahnsinn, auch der Look. Nee, ich glaube, also ich würde es auf jeden Fall sagen, Louis natürlich, also Jonas, weil er natürlich extrem Situationen miterlebt und sehr stark werden muss und sich zwangsläufig sehr weiterentwickeln muss, damit er irgendwie überlebt. Und ich glaube, Martha ist noch gebrochener am Anfang von Staffel 2 und noch frustrierter und aber auch wie Jonas weitaus aktiver. Mhm. Lea, um dich so ein bisschen da wieder reinzuholen, du bist ja am Ende von Staffel 1 schon kurz aufgetaucht und jetzt hast du endlich die Möglichkeit, das Geschehen so ein bisschen beeinflussen als Figur. Wie war das für dich, an so ein Set zu kommen, wo sich die Leute ja im Grunde alle schon eine Staffel lang kennen? Du bist ja so mehr oder weniger dazu gekommen. So reingedroppt. Ich wurde sehr lieb aufgenommen. Das war immer schön, weil das stimmt. Das ist dann immer so, ihr habt ja schon so lange gearbeitet, aber ich kannte auch Lisa und Louis schon und so, und deswegen wurde ich direkt so total schön aufgenommen. Und ich fand das Team auch mega cool. Es ist so eine ganz, ganz besondere Energie. Man merkt einfach, man ist an einem Set, wo wirklich die Leute einfach alle, also das ganze Team einfach alle total Bock haben. Und deswegen war es eine total schöne Erfahrung. Ich bin sehr dankbar dafür. Überlegt man sich als so junger Schauspieler oder so junge Schauspielerin, dass zweimal, wenn man ein Angebot für eine Serie bekommt, weil es wurde ja zum Beispiel jetzt bestätigt, es wird eine Trilogie, das heißt, man ist über einen ganz langen Zeitraum mit einem und demselben Projekt beschäftigt. Das ist was ganz anderes, als wenn man für einen Filmdreh engagiert wird. Entscheidet man sich da anders? Also als ich die Bücher gelesen habe, dachte ich mir, ich muss unbedingt dabei sein.
Und als dann klar war, wir machen drei Staffeln, oder nehmen wir nicht mehr, es ist, man unterschreibt die Option für drei Staffeln, also es gibt die Möglichkeit, dass drei Staffeln gemacht werden, war es aber klar, dass es ja nur weitergeht, wenn es auch letztendlich gut wird. Und deswegen dachte ich, na klar, möchte ich weiterhin bei etwas dabei sein, was gut ist. Und von daher finde ich das total schön. Und vor allen Dingen auch, dass es nicht so eine Never-Ending-Sache ist, sondern es ist ja jetzt es war von Anfang an als Trilogie konzipiert und es wird jetzt drei Staffeln geben und diese Geschichte ist rund und wird abgeschlossen. Und deshalb ist es vielleicht ja eher ein dreiteiliger Film. Also es ist für mich nicht das Gefühl, dass es immer weiter und immer weiter geht und sich dann irgendwie so verläuft, sondern es ist eine große Trilogie und dafür opfere ich gerne meine Zeit. Inwiefern musstet ihr jetzt schon Opfer bringen tatsächlich? Habt ihr deswegen irgendwelche anderen Projekte abgesagt? Ja, das kommt natürlich vor, aber das ist doch, also es wäre voll okay. Also für sowas wie Dark kann man schon mal was opfern, finde ich, da lohnt es sich. Kennt ihr so grob den Masterplan, wo die Serie hingehen wird? Oder seid ihr nur auf dem Stand, im Grunde wie der Zuschauer auch bald ist, wenn er die zweite Staffel gesehen hat? Na, wir fangen ja nächste Woche mit der dritten an. Wir bereiten hier schon die dritte vor und haben da auch schon einiges zu lesen bekommen. Also wir wissen schon, in welche Richtung das weitergeht. Aber wir haben natürlich jetzt die dritte noch nicht gedreht. Also wir stecken mitten in den Vorbereitungen und sind auch, glaube ich, alle gedanklich auch schon total bei der dritten und sind aber auch total froh, dass jetzt die zweite rauskommt, damit da auch irgendwie diese ganzen Informationen, die in der zweiten stecken, in die Welt getragen werden, dass die Zuschauer die dann auch alle mitbekommen und man sich auch darüber unterhalten kann. Es gibt ja gerade so bei Serien und so weiter gerne so Internetforen, über die man sich austauscht, wo dann irgendwelche Theorien gesponnen werden. Das ist nicht nur bei Dark so, das ist auch bei anderen Serien so wie Game of Thrones und so. Dann werden irgendwelche, was ich gerade sagte, 10 Minuten Erklärungsvideos gedreht. Ja, genau. Verfolgt ihr sowas? Ich habe nach der ersten Staffel so ein paar Theorien gelesen, weil ich es irgendwie total interessant fand, weil ich selber ja nicht wusste, wie es weitergeht. Und so ein bisschen mal zu lesen, was... Weil die Leute kommen auf so verrückte Ideen. Bartosch ist doch bestimmt nur. Nein, die verrückteste war doch... Du hast das irgendwann uns geschickt. Dass ein Mädchen Noah ist? Ja, irgendwie, es war... Es gibt sehr ganz viele fortschrittliche Theorien, Gedanken. Ja. Wir schicken uns das dann manchmal, wir haben so eine WhatsApp-Group-Chat und dann werden da manchmal ein paar Highlights reingepostet. Ohnehin war die Resonanz auf Staffel 1 ja wahnsinnig groß, nicht nur aus Deutschland, sondern gerade aus dem Ausland. Also Chloe Grace Moritz hat beispielsweise getwittert, hey, ich gucke gerade Dark, müsst ihr auch alle gucken. Und schon war das in den USA total erfolgreich. Das wusste ich gar nicht. Ja. Gab es irgendwas, was ihr gelesen habt, was euch besonders gefreut hat? So an Lob oder an Anregungen oder so? Xavier Dolan hat auch Dark geguckt. Stimmt. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Und gab es irgendwas, was euch, sagen wir mal, geärgert hat, wenn irgendwelche... Ja, ich habe eben mit Oliver und Jördis zum Beispiel darüber gesprochen, dass ja das Wort Deutsch bei einer Serie oder bei einem Film gerne mal so als Attribut genommen wird, so dass es nicht so cool ist. Wenn, bei Dark habe ich so oft gelesen, es ist so undeutsch. Und da denke ich mir so, wo kommt das her? Gibt es da sowas, wo ihr auch gedacht habt, irgendwie ist das merkwürdig als Tadel oder so? Nee, das kann ich irgendwo schon auch verstehen, dass das Wort Deutsch irgendwie so negativ belastet ist bei manchen, wenn es auch um Serien geht, weil jetzt ja gerade erst so der Schub kommt von deutschen Serien, die sich richtig was trauen und die eben komplex erzählen. Und von daher es ist schade, dass es so war, aber irgendwo auch nachvollziehbar. So, und vielleicht ändert sich das aber jetzt. Und dann sagen die Leute irgendwann, oh, das ist ja toll, das sieht ja richtig deutsch aus. Das wäre ja schön.